Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Heute wollen wir ein bisschen über die Sachen besprechen, die wir das letzte Mal praktisch erfahren haben, dass wir bei Integer, also bei Ganzzahlen, beim Berechnen ein bisschen aufpassen müssen, weil das hat irgendwie einen Überlauf. Heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, warum das so ist und auch dann explorieren oder irgendwie feststellen, wie das mit Divisionen wäre und so weiter. Also, Integer-Berechnung. Fangen wir mal an. Ja. Ich werde mit 4-Bit-Integer werken, auch wenn es das in echt nicht gibt, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ja. Und 4 Bits reichen wirklich zum Hinschreiben und ich denke, wir können das begreifen. Also, wir fangen bei 0 an und addieren 1. Ja. Im Binär ist 1, 1. Hm. Und jetzt addiere ich wieder 1. Ja. Was machen wir denn, wenn wir mit Zahlen werken? Ja? Dezimalen Zahlen, wir haben, wie viele Symbole haben wir? 0 bis 9. 10 verschiedene Symbole. Dezimales Zahlen, Dezimal, ja? DC 10. 10 verschiedene Symbole also. Und was machen wir? Wir nehmen immer das nächste Symbol her. 0, wir nennen es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diese Symbole nennen wir Ziffern. Ja? Und was machen wir, wenn wir bei 9 sind? Also wenn wir das zehnte Symbol verwendet haben, ja, dann schreiben wir 10, 1, 0. Dann nehmen wir die nächste Stelle. Okay? Und genauso ist es da. Beim binären Zahlensystem habe ich aber nur zwei Symbole. Das sind 0 und 1. Ja? Dann ist es aus. Es gibt kein Zwarer. Gibt es nicht. Also was mache ich? Ich verwende die nächste Stelle. Die nächste Stelle da, Bug, 1. Und was machen wir? Bei 10 ist die 1er Stelle 0. Ja? Genau das gleiche passiert hier. Und jetzt zähle ich wieder 1 dazu. Die 10er Stelle, was da eigentlich ja die 2er Stelle ist, bleibt 1. Ja? Und da hinten kommt 1 dazu. So, jetzt sind wir praktisch bei 99. Die Entsprechung, ja? Nächste Stelle, angerissen, 1, 0, 0. Ja? Wieder 1, 0, 1. Alle Symbole verwendet. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Also wir sehen, im binären Zahlenformat geht das relativ zackig, dass wir da die nächste Stelle verwenden. Wir haben ja immer nur zwei Möglichkeiten. Also das wäre jetzt praktisch die Dezimale entsprechend von dem bei 999. Also Bug, nächste Stelle. 1, 0, 0, 0. Und wir sehen schon, aha, da hat es nur 2 gedauert, bis sie sich gewechselt hat. Ja? Da hat es jetzt schon 4 gedauert, bis sie sich gewechselt hat. Und das wechselt jetzt, weil jetzt haben wir 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Da hinten bleibt es dann immer gleich, natürlich. 1, 0, 1, 1. Ja? Das schaut immer gleich aus. Ja? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 und dann habe ich 1, 1, 1, 1. Und jetzt fülle ich das dann noch an mit den Nuller. Auch wenn man es eigentlich nicht hinschreiben müsste, aber im Speicher sind sie ja trotzdem da. So sind also 4-Bit drinnen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel unsigned habe, dann würde es ja, das würde 1er sein, das sind 2er, Dezimal jetzt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Das wären praktisch die dezimalen Entsprechungen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich da jetzt nur eins dazu zähle? Ja? Ich würde die nächste Stelle da anreißen, also da ein 1er herschreiben, ja? Und der Rest wäre dann wieder 0. Okay? Diesen Einser,
Sehe ich aber gar nicht, weil ich habe nur 4 Bit. Ja? Und jetzt ist es egal, ob es 8 Bit, 16 Bit, 32 Bit, 64 Bit, irgendwo ist immer eins, den ich nicht mehr sehe. Und auf einmal, wenn wir sehen, ja, wenn ich den einfach nicht mehr speichern kann, diesen Ding da, oder, ja, den verliere ich. Und auf einmal, hey, haben wir hier wieder 0. Es fängt wieder von vorne an. Das ist genau der Effekt, den wir beobachtet haben. Wenn wir maximalen Wert sind und 1 dazu zu haben, haben wir wieder 0. Haben wir wieder 0 gehabt, weil der 1, der eigentlich hingehören würde, einfach sich nicht mehr ausgeht in der Breite von der Variablen. Deswegen passiert das. Deswegen passiert der sogenannte Überlauf. Ne? Was passiert, wenn wir Sign-Sachen haben? Ne? Da geht es da genauso los. Also das ist da praktisch genauso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir da 1 abzählen, sind wir praktisch da. Ja? Also das da ist praktisch dann minus 1, ja? Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 und minus 8. Ja? Und genau diesen Effekt haben wir auch gehabt, wie wir da in der Mitte ungefähr waren und 1 dazu tut haben, waren wir auf einmal am anderen Ende. Also das ist praktisch nur verschoben. Ja? Das ist praktisch nur verschoben. Und das ist, wenn ich von der Zahl 1 anziehe, bin ich wieder bei 1, 1, 1, 1. Deswegen passt das Rechenwerk selbst macht genau das Gleiche. Ja? Das macht genau das Gleiche. Das addiert einfach da die Bits zusammen und dem ist es egal, ob das Sein oder Ansein ist. Das macht genau das Gleiche. Nur wir interpretieren das halt. Da, das ist das Vorzeichen-Bit, sagen wir nachher. Ja? Und so schaut es aus. Ja? So schaut das aus. Ja, also das ist der Grund, warum wir jetzt praktisch diesen Überlauf haben. Wo der Überlauf ist, wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab, wie breit die Variable ist. Aber er passiert. Müssen wir insbesondere aufmerksam sein, wenn wir multiplizieren. Da geht es nämlich relativ flott dahin, gell? Weil 1000 mal 3000 ist gleich einmal was. Ja? Da geht schon dahin. Ja, da kommen wir leicht drüber. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht über die obere Grenze drüber kommen, einen Überlauf produzieren, weil dann haben wir komplett falsch gerechnet. Komplett falsch gerechnet. Ja? Was ist das beim Dividieren? Ja? Also beim Dividieren zum Beispiel Division. Nehmen wir zum Beispiel 127 dividiert durch 10. Ja? Kommt er raus 12,7. Eigentlich. Ja. Bei Integer-Berechnung wird das da hinten zack, zack, weg. Ja. Das ist nicht 13, das ist 12. Ja. 12. Also für Integer ist 12,7 durch 10 12. Die Kommastellen werden einfach abgeschnitten. Die werden einfach abgeschnitten. Weg, brauchen wir nicht. Ja, müssen wir auch aufpassen. Also wir können nicht speziell bei irgendwelchen Durchschnittsberechnungen oder so irgendwas, ja, ist das manchmal schwierig. Okay, ist das manchmal schwierig, weil wenn ich alle zusammenzähle, ja, alle Werte zusammenzähle, komme ich vielleicht über den Überlauf drüber. Ja, und wenn ich vorher durch die Anzahl der Werte dividiere, mache ich bei jedem Wert da irgendeinen Fehler, irgendeinen Rundungsfehler. Es ist nicht einmal ein Rundungsfehler, sondern es geht in eine Richtung. Wenn es ein Rundungsfehler wäre, wäre es ja vielleicht sogar noch in Ordnung, wenn man sagt, okay, ist eine statistische Methode. Ja, wäre es ja vielleicht noch in Ordnung. Aber wir machen einen Fehler immer in eine Richtung. Wir sind immer zu klein. Ja, also bei Multiplikation muss man aufpassen auf die obere Grenze, auf den Überlauf. Bei Divisionen muss man halt aufpassen, dass das da hinten wegschneidet. Übrigens, wir sind immer gewohnt, dass wir irgendwas durch 10 dividieren, dass es schön ist. Da gibt's da immer einen Rest. Ja. Wie ist das eigentlich bei Rest? Ja? 127
Modulo heißt das 10. Was kommt da raus? Ja? Also 12 ist klar. Es ist nämlich eigentlich eh, weißt du, 127 durch 10 ist ja 12. Aber wir haben 7 Rest. Ja? 7, das ist der Rest. Das wissen wir schon. Ja? Also wir können unsere Division geben und den Rest bestimmen. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Modulo-Operation heißt das. Als Symbol. Im Programm steht dann 127% 10. Ja, das ist der Modulo-Operator. Das ist einfach der Rest. Ja, das ist die Integer-Berechnung. Ja, geht's ziemlich zu. Jetzt haben wir in unserem letzten Programm haben wir einfach zwei Zahlen zusammenaddiert. Ja, zwei Zahlen zusammenaddiert. Gut, sagen wir, wie schaut das aus, ja, wenn wir User-Eingaben machen wollen? Okay? Dieses Mal wollen wir User-Eingaben machen. Wir wollen also nicht einfach zwei Zahlen zusammenaddieren, sondern wir wollen sagen, was wir addieren. Ja? Werden wir uns im nächsten Video damit beschäftigen. Ja? Wir haben ja schon eine Readline drinnen, wie wir die auswerten und wie wir damit weiterarbeiten, zeige ich im nächsten Video. Ja? Also Integer-Berechnung. Nettes Thema. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.